Liebe Siebdruckerinnen und Siebdrucker, wie oft habt ihr uns die Frage gestellt, ob man auch Fotos oder Schattierungen mit dem Siebdruckverfahren auf Plakate oder T-Shirts drucken kann? Die Antwort ist ganz einfach, ja klar, das kann man. Und das Zauberwort dazu heißt Halbtonraster. Für die meisten Siebdruckerinnen und Siebdrucker ist Fotodruck ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit. Wir zeigen euch Step by Step, wie die ersten Schritte in Richtung Fotodruck geht, was ihr bei Halbtonrastern zu beachten habt und welches Zubehör ihr braucht. Selbstverständlich zeigen wir euch auch, wie das Ganze ohne teure RIP-Software funktioniert. Nämlich einfach mit Photoshop, was die meisten von euch sowieso zu Hause auf dem Rechner haben. Okay, zum Grundverständnis. Eine Bilddatei wird in kleine Punkte zerlegt und wirkt dadurch optisch in einiger Entfernung wie ein Foto mit all seinen Verläufen und Schattierungen. Wie wir auf diesem Graumeliten-T-Shirt wunderbar erkennen können, haben wir tatsächlich lauter kleinere und größere Punkte, die diesen Effekt erzeugen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten direkt in Photoshop. So, um die Übersicht bezüglich der späteren Größe eures Motivs zu behalten, macht es Sinn, zunächst ein Dokument in einem Standard-DIN-Format anzulegen. Ich gehe dafür auf Datei, Neu. Und dann wähle ich das A3-Dokument aus. Ihr könnt auch A4 wählen, ist auch okay. Wichtig ist, dass ihr eine gute Auflösung habt. Wir nehmen 300 dpi, das ist ein sehr brauchbarer Wert. Pixel pro Zoll ist hier auch in diesem Feld die richtige Einstellung, könnt ihr einfach lassen. Genau, wenn die Einstellungen stimmen, dann sind wir hier schon fertig, gehen auf OK. Und haben unsere Vorlage hier. Zack, ich mache die noch gerade mal ein bisschen größer. Ah, okay, das sieht auch ganz gut aus. Auf Datei wieder und dann auf Platzieren. Da haben wir es. Und dann wählen wir uns ein schönes Foto aus. Wichtig ist, dass das ein kontrastreiches Bild ist. Und da haben wir auch schon ein richtig schönes Bild, unser Nashville Cowboy. Wenn ihr ein Bild habt, was zu wenig Kontrast aufweist, dann kann das später auf dem T-Shirt matt und fade wirken. Also denkt dran, schön kontrastreich, das ist gut. Haben wir jetzt einmal auf Platzieren und dann erscheint das hier auf dem Grunddokument ausrichten. Ne? Ein bisschen kleiner machen. Gut. Aha, ja. Und hier noch ein bisschen und dann sieht das auch schon ganz gut aus. Zack. Ja. Und ihr könnt erkennen, wunderbar. Tolle Auflösung, ganz klar zu erkennen. Sieht richtig gut aus. So, und jetzt geht's auch schon ans Eingemachte. Ihr geht in die Menüleiste auf Bild, Modus und dann auf Graustufen. Und dann löscht ihr das alles raus hier. Zack, zack, zack. Und schon seht ihr, euer Cowboy ist jetzt grau geworden. Also euer Bild nur noch in Graustufen. So, und jetzt geht ihr nochmal in die Menüleiste und zwar auf Bild, Modus und diesmal auf Bitmap. So, hier seht ihr wieder voreingestellt, zumindest bei uns, 300 dpi. Das ist nach wie vor der richtige Wert. Lasst ihr so stehen oder gebt ihr ein. Hier in dem Feld Pixel pro Zoll passt auch. Unten bei der Methode, da solltet ihr Halbtonraster einstellen. OK klicken und dann öffnet sich ein neues Fenster. Ja, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber ist auch alles machbar. Wir gehen von unten nach oben, arbeiten wir uns durch. Hier unten seht ihr die Form. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Und zwar für uns ist möglich abgerundete Kante oder auch Ellipse. Wir wählen in unserem Beispiel jetzt die abgerundete Kante, ihr könnt auch die Ellipse wählen. So, genau. Beim Winkel 22,5 Grad ist da der richtige Wert. So, hier wird es ein bisschen kniffliger. Ganz oben wird nämlich nach der Rasterweite gefragt, also nach der Anzahl an Rasterlinien pro Zoll. Im Englischen heißt das Ganze LPI, also Lines per Inch. Wir empfehlen für euer erstes Projekt eine Rasterweite von 25. Das ist eher ein mittlerer Wert im Fotosiebdruck. In der Textilindustrie sind Rasterweiten von 35 bis sogar 45 üblich. Dort wird allerdings auch mit professionellen Vakuum-Punktbelichtern gearbeitet. Die meisten von euch werden wahrscheinlich eher mit 400 Watt Halogenbelichtern ohne Vakuum arbeiten. Daher nehmt ihr am besten einen Wert von 25. Gut, okay. Wenn ihr das habt, drückt ihr OK.
So, und jetzt seht ihr, unser kleiner Cowboy-Mann hat sich schon verändert. Ich gehe mal ran, dass man erkennen kann, was genau passiert ist. Und ihr erahnt es und man sieht es jetzt auch schon ganz deutlich, aus den ganzen Graustufen sind jetzt lauter kleine schwarze und weiße Rasterpunkte geworden. Sieht gut aus, oder? Genau das, was wir wollten. Yeah. Okay. Gut, ich mache das wieder ein bisschen. Zoom da so ein bisschen raus. Und ja, wichtig wäre jetzt noch, das ganze Ding zu speichern. So, speichern unter. Ich nenne das jetzt mal Cowboy. Cowboy. Und speichern. Ab dafür. Okay. Hier ist noch wichtig, um qualitativ hochwertiger Druck einzutragen und eine Photoshop-Bearbeitungsfunktion erhalten. Da setzt er ein Häkchen dahinter. PDF speichern. Ja. Und tja, das war's eigentlich. Jetzt druckt er das Ganze aus und fertig. Und hier haben wir auch schon unseren fertigen Belichtungsfilm. Wenn ihr eure Vorlage druckt, dann nehmt ihr am besten einen hochwertigen Inkjet-Film wie unseren Micronom Pro. Achtet bitte darauf, dass ihr eure Vorlage sauber, satt und deckend druckt. Ja? Zu diesem Thema, zum Thema Belichtungsfilm, hat meine liebe Kollegin auch schon ein passendes und sehr schönes Video erstellt und das seht ihr hier. Aber jetzt wollt ihr wahrscheinlich wissen, wie ich diesen Herren aus Nashville aufs T-Shirt drucke und dafür klickt ihr einfach hier. Bis gleich.